Bum, ba, bu, ba, ba, bum, ba, bum, bum, ba, bu, ba, ba, bum. Ja, hallo und willkommen zurück zu Super Mario Galaxy, Part Nummer 23. Ja, im letzten Part haben wir die ersten 100 Münzen gesammelt, Liedermünzen, und haben dann auch die neue, ja, die neue Welt entdeckt, eine Herbstversion von der, vom Bienenkönigreich, Honigbienenkönigreich. Und dann wollte ich hier gucken, ob hier vielleicht wieder ein Liedermünzen-Komet da ist, aber nein. Was mir aber aufgefallen ist, und den habe ich auch leider schon angesprochen, aus Versehen, ich habe noch einen Gourmet-Luma hier, den habe ich übersehen gehabt. Und zwar, also eher gesagt, habe ich ihn nicht angesprochen, sondern ich bin halt in die Nähe gelaufen, dann hat Mario ihn von alleine angesprochen, man kennt es ja. Und er sagt auch immer dasselbe, außer halt, ja, die Menge, die er haben möchte. Aber ist natürlich auch irgendwo logisch, wenn man ihn übersieht, wenn man hier einfach so reingeht, sieht man hier, weil er steht hier einfach daneben. Selbst so sieht man immer noch nicht, gell? Er steht nämlich hier. Und was mir auch gefallen ist, man kann sich hier draufstellen und dann hat man so eine Übersicht von der, ja, von dem Ganzen. Wäre auch schöner, wenn man halt direkt hier dann die einzelnen Punkte ansteuern könnte, aber es ist halt nur eine Übersicht. Okay, dann werden wir den einfach mal füttern hier und gucken, was er einem gibt. 800 möchte er. Die haben wir zum Glück noch über. Es wird halt immer mehr, es wird halt echt immer mehr. Und ich glaube, der letzte, der will irgendwas über 1000 haben, gell? Wenn es, glaube ich, oder es gibt noch zwei weitere, gell? Übrigens die Musik hier. Habe ich noch nie drauf geachtet irgendwie. Verwandlung! Yay! Was aber natürlich wieder für eine Galaxie öffnet, weiß ich wieder nicht. Das werde ich dann, glaube ich, erst wieder merken, wenn ich hinfliege, gell? Gucken wir einfach mal. So. Was haben wir hier? Fischtunnelgalaxie. Goldener Köder des Urfischplaneten. Ah, ist es vielleicht sogar... Ist es vielleicht sogar genau das, was mir gerade... Nee, nee, aber was anderes, okay. Kommt mir auch bekannt vor. Da müssen wir, glaube ich, von im Inneren bis ans Ende schwimmen, gell? Oh, die Musik ist aber auch nicht gerade erfreulich, gerade, gell? Na du? Das hat ja so einen Sprachfehler, da? Oder doch nicht? Das ist mein Versteck. Ein perfekter Ort zum Angeln. Ja. Und du hier? Ah, das soll mir wohl zeigen, dass es nur auf... Die Truhe öffnet sich für den leuchtenden... Okay, verstehe. Wir müssen den goldenen Panzer holen und der Koopa ist nur dazu da. Oh. Ich wollte eigentlich erst sagen, er ist nur dazu da, damit man sieht, dass die Truhe nicht aufgeht. Aber man könnte ihn vielleicht ja auch mitnehmen als Transportmittel, gell? Das würde vielleicht auch irgendwo Sinn machen. So, kommst du her. Dum, 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 dum. Okay, und der vergräbt sich in den Boden. Oh, das war natürlich auch wieder schlau. Manchmal. Ja, wenn man halt, wenn man denkt, man tut auch bei einem bestimmten Knopf boosten und dabei wirft man den Panzer weg. Dabei, glaube ich, fährt er von alleine, gell? Man kann ja auch bremsen damit. Ich habe das schon länger nicht mehr versucht, deswegen, ja. So, natürlich auf die... Achso, wir brauchen ihn ja sowieso, um hier durchzukommen. Okay, alles klar. Wobei ich gar nicht weiß, ob man auch so durchkommt. Ah doch, okay, alles klar. Und was schwimmt da gerade? War das eine Qualle? Jep. Sieht ja auch ein bisschen interessant aus mit diesen Wirbelstürmen hier. Mal kurz mal Luft holen. Achso. Das ist gespiegelt und dann kann man oben auch nochmal rein. Wobei ich jetzt gerade nicht weiß, ob Mario auch so hoch kann. Warte mal, Mario, spring mal aus dem Wasser. Ne, ich glaube, dafür brauche ich einen weiteren Panzer, oder? Ne, da leuchtet was unten. Die Boohoos haben zwar Spaß und die komischen... Ah, okay, ich verstehe schon. Ich muss hier die Teile einsammeln, dass man nach oben kommt. So, das sind gar keine... Das sind Quallen und keine, ja. Keine Boohoos in dem Sinne. Wo sind die anderen Teile hier? Ich bin mal schön hier im Kreis. Ich weiß auch gar nicht, ob man von diesen Wirbelstürmen getroffen werden kann. Ich weiß halt nur, das erinnert mich auch so leicht an Mario 64. Da gab es auch in den Dire Docks. Gab es da auch so einen Strudel. Und wenn man da einmal reingekommen ist, dann war es vorbei. Da war es instant Game Over. Deswegen würde ich es gerne vermeiden, da reinzugehen. Okay, alles klar. So ist gedacht.
Achtung. Natürlich nicht aus Versehen reinschwimmen. Uiui. So. Und so kommen wir auf die andere Seite. Alles klar. So, jetzt sind wir sozusagen über Wasser. Oder unter Wasser, über Wasser. Und da haben wir den Panzer. Und damit müssen wir halt jetzt wieder zurück. Okay. So, Achtung. Was natürlich leichter gesagt ist als getan, wenn man irgendwo dagegen stößt. Gell? Ich hätte vielleicht die Mauer hier ein bisschen weiter öffnen sollen. Warum sind da plötzlich so viele Buhus? So viel. Oh. Ah, okay, stimmt. Man kann die ja mit Licht anleuchten. Okay, alles klar. Ich traue mich gerade schon fast nicht, irgendwas zu drücken, weil ich Angst habe, dass ich den Panzer wegwerfe. Aber springen kann ich, gell? So, natürlich nicht aus Versehen jetzt den Koopa da treffen. Oh, Toad, was machst du denn in der, in der Kiste drin? Puh, ich wäre beinahe erstickt. Oh, Mario. Ach, ich wollte gerade einen Powerstern aufheben. Da ist der in diese Schatztruhe gefallen. Natürlich. Es war furchtbar. Na, jedenfalls nimmst du bitte den Powerstern, den ich gefunden habe. Finde ich aber klasse sowas. Anstatt einfach nur der Stern drin ist, ist Captain Toad mit drin. Hier, bitte, ein Powerstern. Ja, den nehme ich jetzt mit. Ja, damit. Er ist in die Truhe reingefallen. Ich habe die Truhe vorher offen war, gell? Natürlich. Ach ja, ich mag ja Captain Toad. Auch wenn es unser Main Toad ist, bleibt da trotzdem auch Captain Toad. Ich bin noch mal gespannt, ob Nintendo irgendwann noch einen zweiten Teil, also einen richtigen zweiten Teil bringt, nicht einfach nur einen Port. Aber trotzdem schön hier. Alles klar. So, haben wir jetzt einen Meteoriten vielleicht wieder da. Oh, sogar mehrere. Dann können wir uns sogar aussuchen. Ja gut, dann machen wir am besten erstmal die erste Welt fertig, oder? Was meint ihr? Dass wir dann hier dann nicht mehr rein müssen. Wenn wir schon mal in der Nähe sind, sage ich einfach mal. Das ist natürlich auch interessant. Erst ist gar keiner da und dann sind alle da irgendwie gefühlt. Aber ich glaube, bei dem Level hier war das so aufgebaut, dass man gemütlich rumlaufen muss. Also, dass es nicht so einfach war wie beim Eierplanet, Eiergalaxie. Eierplanetengalaxie, so rum. Dass man einfach nur rumfliegt und die dann auf dem Weg mitsammelt, sondern hier sind die, glaube ich, ein bisschen verteilt. Muss man nochmal gucken. Ja, genau. Also hier muss man so ein bisschen rumrennen. Wobei es natürlich auch hier auch sein kann, dass es mehr als 100 sind. Aber das werden wir ja dann noch merken. Man sollte auf jeden Fall aufpassen, wenn man sie einsammelt, dass man auch wirklich hingeht. Und, ja. Bei einem bestimmten Weg, ich glaube, hier gibt es auch nur 100 insgesamt, gell? Wenn man sich das gerade anguckt, kriege ich die einfach so? Nee. Ich will hier nicht runterfallen. Aber praktisch, wenn man sich gleich am Anfang einsammelt, gell? Also erstmal, wenn man hier rumläuft, dass man sich aus Versehen an einer vorbeiläuft und dann halt das ganze Level durchrennt, nur wenn man eine übersehen hat. So, und hier komme ich, glaube ich, nicht hoch, außer ohne weiteres. Aber ich kann es hier trotzdem mal ausprobieren. Nee, okay. Also merken, dass da eine Münze ist. Das wird dann beim nächsten Mal dann gleich mitnehmen, wenn man ein Bienen-Mario ist, sage ich mal. Okay, interessant. Sind hier noch mehr in der Luft? Warte mal, ich muss gerade mal kurz gucken. Nee, es war nur die eine, okay. Bisschen interessant von der vom Aufbau her. Aber ich habe ja gemeint, es gibt ein paar, die muss man challenge-mäßig einsammeln. Dann gibt es wieder ein paar, die sind ganz normal. So wie das hier ist als Beispiel. Und dann gibt es halt wieder welche, die relativ simpel einzusammeln sind. Dann kommen wir, machen wir einen Seitwärtssprung. So, alles klar. Dum-dum-dum-dum-dum. So, auf jeden Fall auch praktisch, dass man halt zumindest hier festgelegt hat, wo man die Münzen einsammelt, dass man nicht, dass die Welt nicht zu groß ist, wie bei Mario 64 als Beispiel. Weil man sieht ja hier, das ist zum Beispiel zu, also muss man da erst gar nicht hin. Man muss halt nur gucken, wie man dann halt zum Beispiel hier rüberkommt, dass man die Münzen einsammelt. Und dadurch nicht in die Schlucht fällt, weil sonst muss man natürlich alles nochmal einsammeln. Und das ist halt so der einzige große Schwierigkeitsgrad dabei. Aber gleichzeitig muss man natürlich auch sagen, dass, ich will mal sagen, das ist ja bei Mario 64 und bei anderen Mario ja nicht anders war, wenn man einmal Game Over ging, dass man halt natürlich dann keine... Ja, dass man dann halt natürlich alles nochmal sammeln musste. So. Na, hinten ist auch noch eine Münze versteckt, okay. Die Säule war wohl bewusst da platziert, sage ich mal. Na komm mal, geh mal da hoch hier. Jetzt stelle ich mich aber auch an hier. Hier noch die zwei. Ach, da hinten sind auch noch Münzen. Also muss ich ja doch hin. Okay, ich gucke einfach mal, was die Röhre einbringt.
Ah, okay, verstehe, verstehe. Also einmal ein bisschen hin und her in dem Sinne. Also so leicht ist es dann am Ende doch nicht. Wobei ich eigentlich glaube, dass hier sogar der Schluss ist. Also dass dann hier vielleicht die, dass dann hier vielleicht der Stern erscheinen könnte eventuell. So, man muss dann nur aufpassen, wenn man springt, nicht im, wie heißt es? Im Honig stehen zu bleiben. Aber ich denke mal, das ist auch die Schwierigkeit hier, dass man halt wirklich hier jetzt mal ohne Bienenmache rumläuft, sage ich mal. Dass man dann hier dann leicht runterfallen kann. Aber wenn man halt solche Münzen zuerst holt, dann ist natürlich auch so ein kleiner Vorteil. Hier muss ich dann irgendwie dann wieder runterrutschen. Ja, das werden dann so die letzten Münzen sein, denke ich mal. Also muss ich nach Röhren Ausschau halten, die mich halt von der Fläche zu Fläche bringen. Weil die verschwinden ja auch wieder. Wie kam ich da rüber? Oder gab es hier doch irgendwo eine Biene? Muss ja, ich muss ja irgendwie da rüberkommen. Oder hätte ich wieder irgendwo eine Piranha-Pflanze besiegen müssen, die mich wieder rüberbringt? Kann natürlich auch sein. Wartet mal. Na du? Nee, die nicht. Ja, jetzt beginnt natürlich wieder das Suchen. Das kommt natürlich auch dazu. Vielleicht soll ich auch mal in den Stein hier gucken, dass da vielleicht irgendwas drin ist. Außer vielleicht Sternstaub. So, hier vielleicht drin. Uiui. Ganz viele Sternteile. Wie kam ich da jetzt nochmal rüber? Jetzt denke ich natürlich wieder zu kompliziert bestimmt. Gibt bestimmt ganz einfachen Weg, den ich gerade nicht sehe. Da kann man nicht rein übrigens. Nicht, dass sich da einer wundert. Wie kam ich jetzt da nochmal rüber? Ah, okay. Hier, so komme ich rüber. Und hier muss man wirklich, wie gesagt, aufpassen. Wenn man hier so rüberwirbelt, dass man halt nicht noch diese Wirbelattacke zum Schluss macht, weil sonst hat man natürlich das Problem. Achtung. Ah, klar, war klar, dass da oben eine Münze ist, gell? Na. So, jetzt aber. Ja, alles klar. Also merken, da unten ist ja noch eine Münze. Dann die Münzen bei der Rutsche. Wo man nicht vergessen darf. Und vor allem nicht vergessen, dass man hier alles absuchen muss. Da oben sind auch noch Münzen drauf. Natürlich auch interessant. Na komm, hoch Mario. An sich ist es ja auch nicht so schwer, hier die Münzen einzusammeln in dem Sinne. Aber man kennt es ja. Mal unten muss ich nochmal gucken, bevor ich hier wieder ganz nach oben gehe. Dass hier vielleicht noch irgendwas ist. Ansonsten würde man sowieso hier hochkommen. Habe ich hier noch Münzen übersehen? Ja, da sind auch noch drei. Okay. Ich glaube, die kriegt man ganz normal, ohne dass man sich da draufstellen muss. So, einmal. Schöne große Münzen, gell? Zwei. Und drei. Und das meine ich halt, dass man halt sowas auch leicht übersehen kann, wenn man halt hier zu schnell durch die Gegend rennt. So, alles klar. Hier sind noch drei. Ja, wie gesagt, die eine Münze muss ich hier unten merken. Ansonsten noch die Rutsche. Und natürlich hinter diesem, dieser Bienenwabe, sage ich mal. So, da ist auch noch zwei Münzen. Alles klar. Ganz gemütlich. Ist auch trotzdem immer wieder ein bisschen schön, dass die Kamera so leicht dann irgendwo hin zeigt, wo man noch andere Sachen findet. So, gehen wir erstmal nach ganz oben, nur um dann danach wieder nach ganz unten zu gehen. Weil um die Rutsche zu benutzen, müssen wir ja sowieso, wie heißt's? Müssen wir ja sowieso erstmal auf die andere Seite kommen. Na, einmal. So. Und das ist bei weitem noch nicht der schwierigste Münzenstern im Sinne von, dass man halt geduldig sein muss. Weil es gibt noch ein paar, die sind ein bisschen fies. So, da oben haben wir auch noch eine. Muss halt nur gucken, dass ich da jetzt richtig hochkomme, ohne drüber zu springen. Ja, alles klar. Da hinten ist dann auch nochmal eine. Okay, alles klar. Hier sind die jetzt ein bisschen komisch verteilt, aber gut. Ja, da sieht man auch so schön, dass man zumindest auf der anderen Seite runterfallen darf, ohne dass einem was passiert, gell? Frage ich jetzt trotzdem nur nochmal, wie ich komme ich nochmal hinter die Bienenwabe.
So. Vielleicht springe ich auch einfach erstmal da links runter, denke ich mal. Oh. Okay. Einfach weggeschoben. So, mal kurz gucken. Jetzt bewegt sich die Kamera nicht mehr so, dass man nach unten guckt. Ah, okay, doch. Ja gut, dann springe ich einfach mal runter. Ich meine, ich muss ja sowieso hin, weil ja hier noch Münzen sind. So, ich bin jetzt langsam überfragt, wie ich nochmal hinter die Honigwabe komme. Na, da oben ist auch noch eine Münze, okay. Und hier kann ich natürlich nicht hochlaufen. Ist da oben noch was? Okay, ist nichts. Ja, ist natürlich jetzt die Frage, wo... wie komme ich jetzt da hinten rein? Nun, gute Frage. Sehr gute Frage, weil die Röhre, die hat mir ja nichts gebracht, großartig. Ich glaube, ich muss sowieso nochmal rüberfliegen, weil ich ja die eine Münze da oben holen möchte. Ja, das wird ein längerer Stern, auf jeden Fall. So, alles klar. So, also einmal die Münze hier unten. Habe ich oben irgendwas übersehen? Da sind auch noch drei, sehe ich gerade. Schwebt ein Baum in der Luft. ja, ich glaube, ich muss da irgendwie runter und dann... Oh, man sollte natürlich auch richtig runterrutschen. Vielleicht mal gucken, wo die Münze ist hier. Oh Mann. Aber gut, wie gesagt, solange man halt sich hier das merken kann, dass man nicht schüttelt, während man abspringt, sollte es eigentlich kein Problem sein. So, wisst ihr was, ich hole die Münze später. Ich meine, die ist sowieso, tun sie da sowieso nochmal runter dann. Ich muss auf jeden Fall mal gucken, dass ich jetzt hier die obere Münze nochmal kriege. Na, wie klar, alles klar. Wie kam ich da jetzt nochmal rüber? Weil ich meine, man sieht ja hier zum Beispiel das Loch hier. Also hier muss... Achso, ich sehe schon. Okay, alles klar. Gut, wenn man ein bisschen die Kamera beachtet. Also man muss die Münzen... Man müsste nach den Münzen gehen, weil oben war die Münze mit Absicht platziert, damit man halt sieht, aha... Da geht es dann noch rechts runter. So, und hier waren jetzt auch nochmal Münzen, gell? Ziemlich gut versteckt diesmal, würde ich sogar sagen. Ja, mehr ein Suchlevel auf jeden Fall. So, da wo die Blume ist, nach oben. So, und da war die andere Münze auf der anderen Seite. Ah, okay, man sieht's. Kamera hat sich aber beim letzten Mal so nicht gedreht, gell? Muss man auch dazu sagen. Na, Achtung, nach unten, ohne dass man irgendwie hängen bleibt. Man möchte natürlich auch die Münzen einsammeln. So, alles klar. Und natürlich beim Runterrutschen gucken, dass man möglichst alle Münzen kriegt. Das kommt ja auch noch dazu, gell? So, Achtung. Ja, werden wir auf jeden Fall gleich merken hier. Ja, okay. Gut, dann haben wir ja, dann wissen wir ja, wo die letzte Münze ist. Alles klar. Dann passt ja soweit. Ich darf jetzt nur nicht mehr runterfallen, weil sonst, das wäre fail. Dann müssen wir nämlich echt nochmal alles machen. So, wo ist das Teil hier? Alles klar. Schön Kamera um die Ecke drehen. So, nicht schütteln. Man lernt halt aus Fehlern, weil das war damals ein häufiger Fehler, den ich gemacht habe. Zu schütteln, während man... So, alles klar. Okay, da ist er. Gut, auch noch Doppelpack, dass wir da direkt hier beim Stern sind. Was ich gemeint habe, ich habe den Fehler damals oft gemacht, dass ich die ganze Zeit geschüttelt habe und dann schüttelt sich Mario beim Absprung und anstatt er dann weiterfliegt, bleibt er in der Luft stehen und fällt schnurstracks nach unten und das ist natürlich dann eher suboptimal. Und ich muss sagen, der Part ist schon vorbei. Okay. Na gut, okay, stimmt ja, wir haben ja noch einen anderen Stern geholt. Ja, aber man merkt schon, das war ein langer Stern. Auf jeden Fall, die Suche hier. Aber immerhin hat sie mehr oder minder ohne Fail geklappt, gell? Dann, ja. Dann hoffe ich, hat der Part wieder gefallen. Ich bedanke mich da wieder fürs Zusehen. Ihr könnt mir einen Daumen hoch geben, wenn ihr wollt. Gerne noch abonnieren, falls ihr mehr von Super Mario Galaxy sehen wollt oder von meinen anderen Let's Plays. Und ja, dann sehen wir uns das nächste Mal.
Ciao, ciao.